Und damit hallo und herzlich willkommen zur 38. Folge. Das müsste die 38. Folge sein. Ich guck gerade mal nach. Entschuldigung. Ja, es ist die 38. Folge von Assassin's Creed Unity. Und wir gucken uns schön an, wie da so ein paar Typen fertig gemacht werden, die uns eigentlich im Wege stehen. Und ich bin für den Lilanen. Würde ich mal sagen. Obwohl der andere auch ziemlich stark ist. Gut, ich glaube, der Lilane hat gewonnen und tötet sich jetzt selbst. Oder? Ja, er ist tot. Naja, er ist noch nicht tot, aber er ist auf jeden Fall nicht mehr ansprechbar und wir plündern ihn, ehe er umfällt. Und wir haben eine Medizin bekommen. Boah, wir sind so gut. Endlich mal. Hallo? Bei der letzten Musterung waren es wieder fünf weniger. Was muss der Konvent keine Kugel mehr abfeuern? Okay, wie kommen wir da vorbei? Vielleicht von der anderen Seite? Ist er weg? In Ordnung, ich auch. Gut. Zeigen wir mal, wer da alles drin ist. Berserkerklinge haben wir nicht mehr. Mist. Schade. Also da sind drei Leute drin, soweit ich sehen kann. Was? Einen! Scheiße! Woher? Was zum Teufel? Okay, das hat nicht viel gebracht. Moment. Er kann doch noch nicht weit sein, ne? Wo ist der verdammt nochmal nur hin? Eine Rauchbombe? Ach ja, wie cool. Zack. Oh. Da wurde eine Person direkt vor ihren Ist er in dem verfluchten Nebel verschwunden? Ist die Bombe gerade um die Ecke geflogen? Okay, so können wir ihn auch eliminieren. Du hältst uns nicht auf! Ich glaube schon, dass ich die Leute aufhalten kann. Ich bin mir jetzt da zwar nicht sicher, aber ich glaube, Tote können Sachen nicht mehr weitermachen. Oder? Bin ich da etwas zu unrealistisch? Ah, wir haben noch eine Medizin bekommen. Super. Ja, dann ab. Verflucht! Ich ließ ja mehr schon vor Stunden rufen. Germain warnte mich vor euch. Ihr seid einer von denen, oder? Ein Assassine. Nun nicht mehr. Wo ist Germain? Oh, stimmt. Elise. Wir haben nicht viel Zeit. Wo ist Germain? Ich werde nie reden. Dann schreib. Oh. Der Tempel. Ich hätte es wissen müssen. Dann genießt eure Revolutionsjustiz, Monsieur. Die Elise, die wird mir immer sympathischer, obwohl ich möchte die nicht gerne, als Gegnerin haben.
Aber das ist doch mal genial gewesen. Ach, es ging schon gut, ja. Wieso nicht? Ja, wo sind wir hier und wo ist die nächste Mission? Da oben. Oh, wir haben noch immer ein paar Aussichtspunkte noch nicht angenommen. Gut, dann laufen wir mal ein bisschen. Denn ich habe keinen Bock zu schneiden. Künstliche in die Länge ziehen der Aufnahmen. Man muss aber auch sagen, es sieht ja wundervoll hier aus. Also, wenn alle Spiele so aussehen, naja, würden sie wahrscheinlich nicht gut laufen, aber nein, ich finde. Hier, Bruder. Sieht genial aus. Und auf der, auf der Desktop-Version hier jetzt habe ich jetzt keine großartigen Probleme mit Frame-Anbuschen gehabt. Wenn man die Einstellung auf sozusagen richtig einstellt, denn ich hatte hier am Anfang viel zu hoch. Und jetzt bei etwas niedrigeren und mit weichen Schatten geht das auch schon. Also das läuft. Das einzige Problem, was ich auch mit diesem 1.4er Patch noch immer habe, ist in meiner Base sozusagen. Achso, und wir haben jetzt genügend Ausrüstungspunkte, um ein bisschen unsere Sachen zu verbessern. Die hatte ich am Anfang nicht mit meiner Erfahrung hoch pushen können. War das nur Standard. Naja. Auf jeden Fall in diesem Café Theatra oder sowas haben die halt, hat man noch massiv Frame-Probleme. Da habe ich komischerweise genau die gleichen Frames, also ich habe da 16 Frames immer und egal in welcher Auflösung ich spiele, habe ich da 16 Frames. Ich weiß nicht warum. Auch mit diesem 1.4er Patch jetzt. Ja. Den Verbrecher töten wollen wir jetzt, glaube ich, nicht machen. Und hier rein. Ja. Ah ja, wir wollen ja noch den Aussichtspunkt bekommen. Dann einmal da hoch und einmal den Punkt nehmen. Wieso gehen wir jetzt hier rein? Wegen der Truhe da hinten? Oder weswegen? Ich bin jetzt etwas verwirrt. Okay, wegen der Truhe. Gut. Ich habe nämlich irgendwann auch herausgefunden, dass es Truhen gibt, die viel, viel Geld bringen. So zum Beispiel wie diese hier. Da vorne. Die muss man allerdings aufschließen. Mhm. Und da ich jetzt Schlossknacker Stufe 3 bin, macht das auch ziemlich viel Sinn. 2000. Ich habe auch schon Truhen mit 5000 gefunden, also so ist das nicht. So, ab nach oben. Lauf die Treppe hoch. Was gibt es hier noch? Ups. Du standest mir im Wege. Eben das nächste Treppen. Wartet mal. Ist das nicht das Ding, was wir am Anfang gespielt haben? Ganz am Anfang? Es müsste doch diese Burg sein. Es
müsste die garantiert sein. Da kommen wir jetzt wegen den Objekten nicht hoch. Also zur Seite. Gut. Also, das muss doch die sein, die wir ganz am Anfang gespielt haben mit dem Templer. Wo wir das Buch verstecken mussten und das Schwert so so ja total hallo, was machen die da? Was mache ich da, eher gesagt? Wir so total super versteckt haben, das Schwert, genau. Das muss diese Burg gewesen sein. Das muss sie gewesen sein. Cool. Super. Na? Dann springen wir schön runter und dann laufen wir zur Mission. Und zwar außenrum. Ich habe keine Lust, entdeckt zu werden. So. Das ist Bastille. Komm. Lauf, du kleiner Arme. Ja, Arno. Lauf immer weiter. Lauf. Und lauf weiter. Lauf. Ach, wir müssen wieder aufs Dach. Super. Wieso erkennen mich die Leute eigentlich als Assassinen? Ernsthaft. Ja, die offenen Häuser sehen Segen und Fluch zugleich. Muss man ganz ehrlich sagen. Da ist auch Elise. Die letzte Mission haben wir nur mit Elise gemacht, oder? Ja, irgendwie schon. Wir sollten uns trennen. Ich bin nicht sicher. So werden wir nicht gemeinsam erwischt. Ich schätze, du hast recht. Wir treffen uns drinnen. Wenn du ihn erledigen kannst, dann tu es. Gut. Würde ich sagen, machen wir. Hoffentlich. Vorgebaut. Keine Schwachstelle zu sehen. Mhm. So, und an dieser Stelle möchte ich sagen, ich bin in diesem Forum gekraxelt. Etwa eine Dreiviertelstunde und habe den Typen nicht gefunden. Und zwar ab jetzt. Ich habe alle in diesem Fort erledigt. Ich habe wirklich jeden einzelnen sozusagen nacheinander da weggenommen. Und ich habe den Typen nicht gefunden. Und deshalb werde ich jetzt diese Aufnahme ab hier überspringen und direkt zu der Aufnahme gehen. Die habe ich nämlich dann am nächsten Tag gemacht, weil ich keine Lust mehr hatte, wo ich den Typen dann finde. Also, ich würde sogar sagen, schon bis zum nächsten Mal, denn. Ja,
wir kaufen uns jetzt noch ein und gehen dann sozusagen los, aber es lohnt sich halt nicht, das zu zeigen. Deshalb bis zum nächsten Mal. Haut rein!